Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Frau Höll, wenn es Rot-Grün gibt, dann können wir zusammen tanzen, weil es dann die Öffnung der Ehe gibt. Gleiche Liebe, nein, nicht Rot-Rot-Grün, wenn es Rot-Grün gibt. Wir feiern dann auch mit Ihnen zusammen die Öffnung der Ehe, wenn Sie wollen. Da sind wir gar nicht so. Das ist ja das Schöne an Familienfesten, dass die Leute aus unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen und dann eine Partnerschaft feiern und damit auch in die Lebenswelt mit gleichberechtigt einbeziehen. Weil darum geht es im Kern. Gleiche Liebe, gleiche Pflichten, gleiche Rechte. Nur das ist fair und das sagt uns das Bundesverfassungsgericht immer wieder. Und deshalb, Herr Strobel, zum Menschenbild. Ja, wir sind alle imperfekt. Zugestanden. Aber wir sind alle gleich an Würde und Rechten. Das ist die Perspektive der Verfassung. Das ist die Perspektive der Menschenrechtskonvention. Und das haben Sie notorisch bei Schwulen und Lesben verletzt. Alle Urteile, die das Bundesverfassungsgericht erlassen hat, waren notwendig, weil die Union im Bundesrat zunächst und später dann im Bundestag die Gleichberechtigung verhindert hat. Sie haben Schwulen und Lesben damit die gleichen Rechte verwehrt und ihnen damit auch die gleiche Würde abgesprochen. Das ist skandalös, und dafür sollten Sie sich eigentlich bei den Menschen entschuldigen. Und Sie machen ja weiter so. Es hat sich ja nicht wirklich grundlegend was geändert. Sie stümpern da ein bisschen im Einkommensteuerrecht rum, machen das Kindergeld, machen das bei Riester und Rürup unterschiedlich, macht alles keinen Sinn. Und das sollten wir vielleicht versuchen, im Ausschuss auch noch zu korrigieren. Aber es gibt nicht nur ein Urteil zum Einkommensteuerrecht, wo das Verfassungsgericht uns gesagt hat, was Sie uns immer wieder sagen, bei jeder Rechtsmaterie mit den gleichen Worten, die Ungleichbehandlung von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnerschaften, auch unter Berücksichtigung des in Artikel 6 Absatz 1 verankerten besonderen Schutz der Ehe und der im Recht bestehenden Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers, ist nicht gerechtfertigt. Ja, und zwar in allen Punkten, um die es geht. Und beim Adoptionsrecht hat das Bundesverfassungsgericht im Februar gesagt, Unterschiede zwischen Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft, welche die ungleiche Ausgestaltung der Adoptionsmöglichkeiten rechtfertigen könnten, bestehen nicht. Und das gilt nicht nur für die Sukzessivadoption, das gilt für die gemeinschaftliche Adoption. Und deshalb müssen wir das jetzt auch umsetzen. Und da braucht es keine langen Überlegungen. Unseren Gesetzentwurf gibt es seit 2010. Das Verfassungsgericht hat im Dezember eine Anhörung gemacht mit Psychologenverbänden, mit der Organisation der Jugendämter, mit allen Fachorganisationen im Familienbereich. Und das einhellige Sachverständigenvotum war, das kann nur gut für die Kinder sein. Sie machen ihre antischwule und antilesbische Politik weiter auf dem Rücken des Kindeswohls von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Und meine Damen und Herren, im Ausschuss liegt schon seit Anfang des Jahres ein Gesetzentwurf, wo wir mal Schluss machen wollen mit allen Diskriminierungen, weil es ist ja ätzend, Gesetz für Gesetz. Höfeordnung, Einkommensteuerrecht, Abgabenordnung, immer wieder muss man nachbessern. Lassen Sie es uns mit einmal aufräumen. 22 Artikel, 17 Seiten, und da sagt Herr Krings einen bedenkenswerten Satz dazu. Ich halte es aber schon gesetzesökonomisch für fragwürdig, für wenige tausend betroffene Fälle Dutzende von Gesetzen zu überarbeiten. Das kann man so sehen. Ich halte es nicht für gerichtsökonomisch, die schwulen und lesbischen Paare für jede Diskriminierung einzeln nach Karlsruhe zu schicken, wo sie die Diskriminierung beseitigt bekommen und den Gesetzgeber einen Auftrag geben, abermals ein Gesetz zu erlassen. Deshalb ist es eigentlich an der Zeit, und die Gesellschaft ist soweit, die Mehrheit des Bundesrates will es inzwischen, und auch viele Anhänger Ihrer Parteien sind da dafür. Lassen Sie uns die Ehe öffnen. Dann ist dieser ganze Quatsch um jede einzelne Regelung einfach vorbei, weil darin drückt sich dann auch die Akzeptanz aus. Solange wir unterschiedliche Rechtsinstitute haben, Lebenspartnerschaft für Homosexuelle, Ehe für Heterosexuelle, diskriminieren wir weiter. Und das wollen wir überwinden. Und das wäre das richtige Signal.
Und das wäre übrigens auch im Sinne von Herrn Krings ziemlich gesetzesökonomisch. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass, wenn Sie das in dieser Legislaturperiode nicht machen, dass wir im ersten Jahr von Rot-Grün auch die Ehe, die Ehe öffnen. Und das könnte dann schon 2014 wahr werden. Nächster Redner ist Olaf Gut.